Ich freue mich ganz sehr, dass Sarah Wagenknecht heute hier auf meine Einladung hergekommen ist und sich die Zeit noch genommen hat. Ich muss mich dann anschließen nach Leipzig. Und liebe Sarah, herzlich willkommen in Zwickau und danke erstmal, dass du da bist. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Zwickauerinnen und Zwickauer, man ist ja ganz entwöhnt, überhaupt noch vor Publikum zu sprechen. Ich gebe zu, das ist jetzt mein erster Auftritt, wirklich mit vielen Menschen wieder mal, nach langer, langer Zeit. Und ich bin sehr, sehr froh, dass der gerade jetzt auch hier in Zwickau sein wird, weil ich komme immer wieder sehr, sehr gern hierher. Und zwar einmal natürlich, weil Zwickau eine wunderschöne Stadt ist, aber vor allem auch, weil ich Sabine Zimmermann unglaublich schätze, ihre Direktkandidatin für die Linke hier in Zwickau. Und ich möchte sie unterstützen und deswegen bin ich heute hier. Und ich kenne ja Sabine jetzt schon seit vielen Jahren, auch aus der Bundestagsfraktion. Und ich muss sagen, sie gehört wirklich zu den Politikern, die mit vollem Herzen und mit großem Engagement sich für diejenigen einsetzen, die in unserem Land von der Politik immer wieder vergessen werden, deren Interessen eine viel zu kleine Rolle spielen. Und das macht sie mit einer wirklichen Courage. Und sie treibt die Regierung damit auch vor sich her, zum Beispiel immer wieder auch mit kleinen Anfragen. Das ist ja so ein Mittel, das Parlamentarier haben. Da kann man die Regierung fragen und da muss die antworten. Und da stellt sie ihnen dann eben auch Fragen, die dann teilweise für die gar nicht so angenehm sind. Ich erinnere mich vor kurzem, als dann mal eben aus Altmaiers Ministerium herumspekuliert wurde, och, sollten wir nicht vielleicht die Rente mit 68 einführen, weil wir werden ja angeblich immer älter. Da hat Sabine eine Anfrage gestellt und die hat zum Ergebnis gehabt und da ging es darum, ja, wer ist eigentlich wir, der immer älter wird? Und da stellte sich raus, es gibt eine unglaublich große Spreizung in der Lebenserwartung. Und gerade die Menschen, denen es nicht so gut geht, gerade die Menschen, die harte Berufe haben, wo man sowieso nicht bis 67, geschweige denn bis 68 arbeiten kann, viele von denen erreichen auch die 68 nicht. Und insgesamt ist es so, dass 20%, also jeder Fünfte, nicht 69 Jahre alt wird. Das heißt, eine Rente schon mit 67 und erst recht eine Rente mit 68. Das heißt für ganz viele Menschen in diesem Land eben malochen bis zum Umfallen. Und daraus hat sie dann eine Presseerklärung gemacht und die ist gelaufen. Und das macht sie immer wieder mit solchen sensiblen Themen. Und da müssen die dann reagieren. Und ich finde, das ist Aufklärungsarbeit par excellence. Und Leute wie Sabine, die würde ich mir wirklich auch mal einer Regierung wünschen, wo sie nicht nur aufklären, sondern auch ändern könnte. Und das wäre wirklich unglaublich wichtig, weil dann wäre mal ein anderer Wind in diesem Land. Und ich meine, viele von euch wissen das vielleicht. Sabine wird über die Landesliste der Linken nicht in den Bundestag einziehen, aber sie kann in den Bundestag einziehen, wenn sie hier in Zwickau Sabine Zimmermann mit der Erststimme wählen. Also Erst- und Zweitstimme für die Linke. Die Erststimme ist Sabine Zimmermann-Stimme. Und wir brauchen diese Kraft, diese couragierte Stimme auch im nächsten Bundestag. Und deshalb bitte ich Sie wirklich ganz herzlich, und dafür bin ich auch unter anderem dafür heute hierher gekommen, unterstützen Sie Sabine, werben Sie auch dafür, eine so couragierte Gewerkschafterin. Wir haben viel zu wenig Leute mit Bodenerdung, mit Bodenhaftung im Bundestag. Teilweise schweben die in ihrer Politblase und wissen gar nicht, wie es im realen Leben aussieht. Und deswegen brauchen wir Leute wie Sabine Zimmermann im nächsten Bundestag. Und deswegen brauchen wir Ihre Erststimme hier in Zwickau. Darum möchte ich Sie ganz herzlich bitten.